Hallo Leute, willkommen zurück zu Stardew Stardew Valley. Valley. Und was liebt er? Was liebt er? Ha, was liebst du? Michael B. Jackson. Okay, das kann ich von dir nicht verlangen. Für was? Okay, er mag eine Kokosnuss. Ich kann nicht erwarten, dass du meinst, dass du mir deinen Kuchen gibst. Der Kuchen, wo Marvin mir geschenkt hat. Den da, hä? Ja, gib mal her. Der hat mir Maru geschenkt. Ja, scheißegal, sollst du dir nochmal einen schenken. Warte mal, er hat Kokosnüsse. Ja, davon haben wir welche, deswegen weil ich dich gerade hier hin. Er klaut sie mir jetzt wahrscheinlich alle. Ja, hier. Ja, ich weiß. Alter, meine Fresse. Hey, nur damit du es nochmal weißt, du Vollpfosten. Wir haben tatsächlich welche. Ja. So, was hast du dabei? Ich bin mega happy darüber. Alter. Hast du mit Schwert? Achso. LOL. LOL. Was LOL? Ist der auch immer so groß? So wie Fruchtzeuge. Hilfe! So, jetzt. So, so. Das kann man nur einmal im Spiel bekommen. Ja, cool. Du wolltest es ja nicht haben. Ich kann es immer noch abholen. Ja, du kannst es dir doch einfach holen über das scheiß Ding, oder nicht? Nee, ich habe das nicht gefunden dort. Ah, okay, cool. Okay. <Action. lacht> Ah, okay, cool, einfach. Oh, es ist fertig. No. Sieht aber hässlich aus hier unten. Was für eine Aussage. Ich hätte jetzt irgendwas erwartet. Boah, das ist größer als erwartet. Nee, boah, es ist viel hässlicher als erwartet. Ja, guck mal, da sind sogar Löcher drin. Das hat man gerade erst gebaut. Und da sind schon Löcher im Boden. Da sind schon Pilze gewachsen da unten. Hallo. Die Fässer funktionieren gar nicht. Doch. Ja, ich glaube nicht. Wahrscheinlich geht's mit Wein. Also Trauben meine ich. Heavy Trauben. Ja, Traubenwein wahrscheinlich muss man da machen. Ja, wow. Funktioniert schon mal gut. Wow. Ja, hast du noch nie so gehabt, oder was? Ich hab das nie benutzt im Keller. Ich wusste nur, was. Probier halt mal deine eigenen Fässer dorthin zu stellen. Ja, das geht natürlich schon, aber wahrscheinlich gehst du mit diesen Fässern rein. Achso, ah, okay. Warte, hast du noch Wein? Tun mal da rein. Oh mein Gott, zum Glück haben wir einen Schlauen hier. Meinst du dich? Nein, den dritten Spieler. Ich habe vorher gesagt, du musst Wein 14 Tage. Jetzt muss er 14 Tage da drinnen gelassen werden, dann wird das Silber. Das heißt, merkt, wir haben jetzt den 27. Wahrscheinlich wird vielleicht sogar angezeigt. Nee. Achso, doch, wahrscheinlich schon. Ja, wir sollten noch Wein oben haben irgendwo. Haben wir schon mehrere Beine? Jetzt haben wir mehrere Beine. Ja, wisst ihr, was ist die Plural von Wein? Achso, Weine, ich hab grad Beine verstanden. Beine, Weins? Komm raus. Wie bei Sebastian. Komm raus. Komm da raus, du scheiß adoptiertes Kind. Behandelt man keine Vierjährigen. Komm da raus jetzt! Ich hab das Kranke irgendwie gar nicht erwartet. Kommst du jetzt da raus? Was macht der? Er guckt eine Wand an.
Jeder Mensch hat Hobbys. Ja, der Junge hat sowohl keine Freunde als auch keine Hobbys. Hi Vincent, wie geht's dir heute? Frau Penny möchte, dass ich jede Woche ein Buch lese. Wenn ich das ziemlich manchmal eins aussuchen, ist mir scheiße, gab ich jetzt zwei Herzen. Ich werde dich aussetzen. Mich? Nein. Oh. Okay, Leute, kennt ihr euren Text? Genau dafür brauchte ich jetzt die zwei Herzen mit Clint. Ja. Bereit, Action. Wieso bin ich überhaupt dabei? Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Ich habe mich wohl geirrt. Steht der nicht sogar irgendwie auf die? Wer? Clint auf Emily? Ja. Die haben, glaube ich, immer so eine Affäre oder sowas, habe ich verstanden. Die haben keine Affäre, der ist gruselig. Stell dich mal neben mich so. Ja genau, stell dich einfach mal so hin. Ey, das ist voll gut. Ey, oben, also ich find's hier so besser. Schnitt. Es tut mir leid. Wie soll ich an meinem Text denken, wenn ihr Gesicht so direkt vor mir ist? Ich hasse ihn so krass. Oh, hey. Schau dir meine neue Kamera an. Der Jojo-Konzern veranstaltet einen Werbespot-Wettbewerb. Das Preisgeld ist 10.000 Gold. Den Jojo-Markt gibt's auch gar nicht mehr. Aber an sich gibt es den schon, aber als ja, hin. Ich weiß. Ich möchte dich gerne in dieser Aufnahme haben. Einverstanden? 10.000 Gold ist echt nicht mehr viel. Was? 10.000 ja. Gold ist echt nicht mehr viel. Geh einfach im Hintergrund an Clint und Emily vorbei, während sie reden. Das macht die ganze Szene etwas authentischer. Da ist Vincent. Ja, ich habe schon mit ihm geredet. Okay, bereit. Action. Ich dachte, wir hätten etwas Besonderes. Du hast mir versprochen, du würdest mich nicht für nichts auf der Welt verlassen. Das war wohl gelogen. Nein, so ist das nicht. Es ist einfach etwas, das ich tun muss. Es ist mir sehr wichtig. Ich muss einfach diese neue Choja Blue Cola ausprobieren. Sie hat den dreifachen Sorbitgehalt, der für ein noch besseres, süßeres Trinkerlebnis sorgt. Ja, und sie ist günstiger als Wasser. Dieser Kurzfilm wurde gesponsert von Jojo. Aber ist Limonade nicht ungesund? Du hast mir versprochen. Guck mal bei dir. Keine Angst, mein Schatz. Das erstklassige Forscherteam im Jojo-Hauptquartier hat bestätigt, dass Jojo Blue keine bedeutende Abtragung der Magenschleimhaut bewirkt. Also kannst du trinken, so viel und so oft wie du willst. Die eigentliche Frage ist, wann wirst du Blue werden? Schnitt. Was? Das war perfekt. Das war also nur ein Werbespot. Ja. Danke für deine Hilfe. Ich, wie sich da war eigentlich so tragisch und es wurde einfach so ein Werbespot umgebaut. Clint? Hä? Er ist wirklich blau geworden jetzt. Wegen. Und das alles nur durch Jojo Blue. Cola Blue. Keine Ahnung. Wollen wir in die Mine gehen? Jo. Also, ja, alte Pläne in Ordnung aus. Ja, stimmt, was ist. Boah, was hast du da alles? Alles. Jo, fertig. Wir können gehen. Wo bist du? 80. Dann sammelst du das Quarz nicht ein. Weil ich nur wichtige Sachen einsammeln. Thank you.
Hier sind Leiter. Ich hab Kupferbarren bekommen. Aquamarin, ich habe eine Leiter gefunden. Hier ist schon auch eine. Erst unten, wir schauen, was unten ist. Das kannst ja du noch machen, das ist geil, da, wenn man zu zweit in eine Mine reingeht. Oder auch doch nicht, kein Bock. Der greift einen nicht an? Der ist freundlich. Du tötest ihn einfach. Natürlich. Oder Durchgang. Durchgang. Hier ist ein Enderman. Enderman. B. Ah. Inschiletten Bomben. Was? Inschiletten Bomben. Das sind Baum? Bomben. Da gab's welche. Oh. In den Kisten. Da hab ich nicht nachgeschaut. Ich wusste halt auch nicht, dass wir in die Mine gehen. Oh, wie ich mich freue auf Herbst. Warum? Weil es doch vielleicht öfters regnet. Komm, es kann auch sein, dass je nachdem, was wir eingepflanzt haben, das war ja Hopfen und Tomaten, dass es halt auch über Herbst geht. Kann sein. Yay. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Bei Hopfen kann ich es mir auf jeden Fall eher vorstellen als bei Tomaten. Aber ich will ja gar nichts hier. Wie wär's, wenn du doch die Edelsteine und das Gold abbauen würdest, weil da besteht dir die Chance, dass du es einsammelst. Ich suche die ganze Zeit nach solidenen Dingen, aber die sind hier nirgendwo. Nicht nur von denen bekommt man das, da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und wenn man den Vulkan hochgeht, also ganz oben ist. Ja, ich weiß, das ist auch einer. Da bekommt man auch einen Durchgang. Ja. Der willst du das mit dem Vulkan machen? Nö. Ja, da ist schon spät, fast schon.
Ich habe ein Yeti-Zahnschwert bekommen. Was? Das heißt Yeti-Zahn, aber es ist ein Schwert. Hast du es gesehen? Nö. Nee. Soll ich gesehen haben? Ja, das verstand mich an. Boah, es sind drei! Das war ein bisschen unnötig. Was? War ein bisschen unnötig. Ich habe ihn hier gerade erst gefunden, also. Ich habe auch eine, aber trotzdem. Falls wir genügend Sachen so schmelzen haben, werde ich morgen wieder erfahren. Also jetzt das Ganze wieder schmelzen. Das halt Barren machen. Magst du mal wieder auf irgendwann auf die Ginger gucken, gucken, ob das Ding schon gewachsen ist? Boah, es braucht glaube ich 28. Nee. Was? Ich würde irgendwas irgendwie so 20 Tage sagen. Also ich glaube schon, dass es so ungefähr war. Maru ist draußen, aber es ist anscheinend nicht bewässert. Voll nett. Heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mutigquallen werden ach so. Lass einfach hingehen. Was? Lass einfach hingehen. Okay. Wir haben am Abend haben wir eh nichts zu tun. Inventar voll. Oh, meine Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Drin, wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ah, hier ist die. Oh mein Gott, dieses Inventar ist so cursed. Ja, hol mal auf. Mach ich doch jetzt gerade. Ich hab eine Jode wieder. Yeti-Zahn. Hab ich doch gesagt? Sieht aus wie das Master-Schwert. Dün, dün. Was ist das? Steht doch morgen ab. Morgen? Ja, morgen. Morgen ist Herbst. Warte, der Monat geht 28 Tage? Ja. Ach so. Ich dachte 30. Nee. Warte, kannst du dann bei Pierce schauen, hopfen, ob die auch im Herbst bleiben? Mach also, ich nachher. Also auf der Produktbeschreibung steht es dann. Also der hat 16, der hier. Einer der älteren, glaube ich, ist es. Der hat 4. Der war vielleicht ein jüngerer. 3. Wir haben ausgetauscht, weil der einfach anders aussah. 4. Ja, der auch. Geben. So, die Samen waren da. Hopfen haben wir hier noch? Okay, nur im Sommer. Und Tomaten haben wir keine mehr. Jetzt kannst du dann bitte nachher Tomaten schauen. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Links oder oben beim Spielplatz? Der hat von sein Haus ist gerade erst geöffnet. Wohin ist der schon gewandert? Die kann auch davor weggehen. Ja, ist doch scheiße. Oh, kannst du mal schauen, was du im Angebot hast. Gar nicht.
Aber wir müssen sowieso sparen. Oder ist was dagegen zu sparen? Hä? Oder ist was dagegen zu sparen? Nö. Wenn gerade er vor kurzem so viel Geld ausgeben, dass er kurz verpreisen kann. Dieser ewige Loop. Wenn du schon da bist, kannst du dann die Bäume dann abchecken, ob da schon was drauf ist. Oh, natürlich. Soll ich machen? Ja. Und dann blinkt da der eine Wein, aber er auch fertig ist. Den dann wahrscheinlich ins Keller, in den Keller tun. Mhm. Verstehe nicht, also warum kann man nicht direkt die Früchte an sich selber in den Teil verwenden da reintun? Weil es einfach so ist. Sei einfach schlau genug, das zu checken. Ja, du fragst gerade so, ich weiß nicht, wie man die Welt erprobiert. Ich weiß nicht, wie man das macht. Die eingelegten Sachen einsammeln. Natürlich. Okay. Ich weiß nicht, wie man das da rein tut. Ich so, jetzt schon mal weiter rein. Ah, cool, funktioniert. 140 Stunden im Stadio Valley, by the way. Warte kurz. Ja, auf jeden Fall mehr als ich. Nee, ich schau gerade, wie viel ich inzwischen auf Steam habe. Ich glaube, es ist mehr geworden. Weil ich habe wieder ein bisschen gespielt. Oh, ich helfe dich. Hier. Oh, ich dachte 200, nee, das sind 145. Das habe ich ungefähr geschätzt, ne? 140 Stunden habe ich gerade gesagt. 140 Stunden in Stardew Valley. Und der Typ weiß nicht, wie man das macht. Ich habe den Riptide Village installiert und das braucht echt viel Aufmerksamkeit, das lernen, wie das funktioniert dort bei diesem neuen Mod. Spielen Harvest Moon! Ich habe mir vorbereitet, einen Teil zu holen. Nee, aber welchen? Das weiß ich nicht. Aber ich habe vor kurzem Geld bekommen. Harvest Moon oder Story of Seasons? Harvest Moon. Okay, gut. Warte kurz. So viele Nachrichten. Das ist ja unglaublich. Verstehe ich gerade auch nicht. Ah, der kann doch auch in der Bibliothek sein. Da ist noch er, ist ja hoch wahrscheinlich. Ist aber nicht. Der rechte ist ein Genie. Ist er doch gay? Boah, kann man wieder was entspenden? Ja, ich würde gerne. Der ja, Story of Seasons ist ja das Remake. Wir haben ja auch, wir bringen ja auch neue Spiele endlich raus, also haben ein neues rausgebracht. Da weiß ich nicht. Bin mir da jetzt nicht sicher, ich kenne mich damit nicht das aus. Das neueste mit der ist The Winds of Anthos. Warum lachst du? Weil du so tollpatschig bist. Das ist der Richtige. Alter, Vincent Weiss, wo bist du? Ohne Scheiß, wo ist der? Ich glaub, du suchst immer nur in falschen Orten und du wächst immer so parallel mit ihm. Wahrscheinlich war er schon in allen Orten, wo du bisher warst. Aber halt mal, du warst im falschen Zeitpunkt. Warst du schon oben beim Spielplatz? Ja. Vielleicht jetzt? Wieder hin? Streich mal den Dinosaurier. Das ist deine Arbeit, du wolltest den haben. Streich jetzt den Dinosaurier, du bist direkt ja, in der Nähe, du fauler Sack. Ich sag dir nicht, dass ich den mache, aber das ist deine Aufgabe normalerweise. Soll ich den eigentlich auch mal rauslassen? Nein. Ich glaube, den kannst du nicht mal rauslassen. Probier's jetzt nicht. Die Welt geht unter, Leute. Oh, hell na. Lass ihn raus, wenn er erwachsen ist. Dann brennt er unsere ganze Farm jetzt nieder. Jetzt geht es ja noch, in Ordnung. Aber eine Frage. Also, wie sieht eigentlich unsere Farm eigentlich bisher aus?
Ich finde, wir haben die jetzt eigentlich schon bisher eigentlich ganz cool designt, würde ich sagen. Design, das ist ja mehr auf den praktischen Nutzen geachtet. Ja. Weg ist ja auch nach Linus. Das hat sich jetzt gelohnt. Ja, sehe ich das an irgendwas? Hm? Ja, gar nicht. Ist vielleicht mal da gestorben? Also zugesprungen oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich finde schön, dass bei euch so ein Spiegel ist und so. Mein Jungs-Trainingsraum. Ja, yeah, ich probiere wieder da reinzukommen. Weil das geht ja irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie habe ich das letzte Mal nochmal gemacht? Einfach schnell, einfach ganz Zeit durchgehen. Ach, einfach so gegen das. Okay. Also so spammen, einfacher gesagt. Jetzt ah, stimmt, genau so war das. So, guck, siehst du, du gehst ja, immer ein Stück nach vorne. Ja, das ist witzig. Das ist so geil. Ich finde schade, dass man mit der Torna nicht Gebäude betreten kann. Ich finde schade, dass man hier nicht trainieren kann. Was? Du kannst dich halt hinsetzen oder irgendwie. Oh, schade. Ich dachte gerade schon so. Du bist zu schwach, um es aufzuheben. Oh mein Gott, okay, das... Vor allem, wir gehen in Dungeons, oder eher gesagt Höhlen, wir kämpfen mit den übelsten Monsters, und man ist zu schwach, so eine, keine Ahnung, 5 Kilo Hantel hochzuheben. Man arbeitet jeden Tag auf den Hof... Kannst du die aufheben? Hä? Kannst du die aufheben? Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, weil ich eine Frau bin. Und das Spiel will damit zeigen, dass Frauen schwach sind. Normalerweise kann man nicht mal da rein. Als Frau, meine ich. Stimmt eigentlich. Ich frage mich gerade ehrlich, wie man nochmal in das Casino eigentlich reinkommt, wie das, was man da alles erfüllen muss.